Hey yo, Holly hier. Wir sind bei der Suche nach Möglichkeiten, das schnelle Geld in GTA Online zu machen. Auf YouTube sicherlich auch schon Videos wie... oder... untergekommen, richtig? Und warum das alles gar nicht ganz so toll ist, auch wenn es viel verspricht und wie du in derselben Zeit das Zehnfache erhalten kannst, zeige ich dir in diesem Video. Zuerst aber, worum geht es denn eigentlich? Einige wenige YouTuber aus dem GTA 5 Raum haben Videos dazu veröffentlicht, wie man ganz einfach, ganz schnell und vor allem ganz viel Geld verdienen kann, ohne dabei auch nur einen Finger zu rühren. Oft werden diese Wege als Glitches bezeichnet, aber schauen wir uns das mal genauer an. Ich meine, klar, wer will denn nicht ganz schnell, ganz einfach und ganz viel Geld verdienen? Hierfür soll man sich eine in der Videobeschreibung verlinkte Karte für sein Gerät heraussuchen, also für den PC, die PlayStation oder Xbox und diese dann markieren, GTA 5 neu starten und den entsprechenden Job dann spielen. Hier ist bereits alles so präpariert, dass man nichts weiter tun muss, als rumzustehen und die Zeit abzuwarten, denn die NPCs erledigen sich von selbst. Der Modus nennt sich Überlebenskampf und besteht aus 20 Runden. Je weiter du kommst, desto höher fällt der Endbetrag aus. Die Dauer variiert dabei ganz abhängig davon, wie schnell die NPCs sich erledigen, dauert in den meisten Fällen jedoch nicht länger als 15 Minuten. Damit man nicht fürs Rumstehen gekickt wird, reicht es aus, seinen Controller so zu modifizieren, sodass die Schießen-Taste immer gedrückt bleibt und man den Up-and-Atomizer benutzt, welcher dann unbegrenzt schießt. Beim PC kann man zum Beispiel etwas auf die linke Maustaste legen, um diese zu beschweren. Damit soll dann am Ende das große Geld gemacht werden. Klingt gut, oder? Ja, fast. Aber warum denn nur fast? Ich habe das Experiment natürlich für dich gestartet und habe zweimal drei Runden auf zwei unterschiedlichen Karten gespielt. Bei der ersten Karte habe ich im Durchschnitt 16 Minuten und 48 Sekunden benötigt und habe pro Rundenabschluss 36.536 GTA-Dollar erhalten, was zusammen 109.608 GTA-Dollar in knapp einer Stunde sind. Also 50 Minuten und 24 Sekunden. Bei der zweiten Karte habe ich pro Runde etwa 14 Minuten und 31 Sekunden benötigt und nach jedem Abschluss 24.375 GTA-Dollar, was also zusammen 73.125 GTA-Dollar sind, bekommen. Zeitlich liegen zwischen beiden Karten circa 7 Minuten Unterschied. Um 1 Million GTA-Dollar zu erhalten, müsstest du also erst einmal 7 bis 10 Stunden opfern, um zusätzlich nach jeder 20. Runde immer wieder auf Wiederholen und Starten zu klicken. Was zusätzlich Zeit frisst, die ich gar nicht einberechnet habe. Und wenn wir mal ehrlich sind, wer hat darauf denn schon Bock? Wer sitzt 7 bis 10 Stunden vor den Missionen, klickt immer wieder auf Wiederholen, starten, läuft dorthin, wartet und wiederholt den ganzen Prozess immer und immer und immer wieder? Ich jedenfalls nicht. Und weil du auch keine Lust darauf hast und immer noch eine bessere Möglichkeit suchst, habe ich dieses Video für dich vorbereitet. Wie werde ich schnell Millionär in GTA 5? Damit du deine Zeit nicht unnötig verschwenden musst und trotzdem mindestens 1 Million GTA-Dollar bekommst, benötigst du einmalig 2,2 Millionen GTA-Dollar. Vorsicht, nicht erschrecken! Ich habe dir zwei Videos von mir im Video und in der Beschreibung verlinkt, wo ich dir zeige, wie du ganz leicht an dieses Geld kommst. Mit diesen 2,2 Millionen GTA-Dollar kaufst du dir unter Warstock Cash & Carry die Kosatka. Nach dem Kauf fährst du dann zum Pier, dort forderst du die Kosatka an und begibst dich dorthin, um den Caio Perico-Überfall zu starten. Dieser dauert circa eine Stunde. Und wenn du zusätzlich noch einen Oppressor MK2 oder einen flotten Helikopter besitzt, dauert der Überfall natürlich noch weniger lange. Nach der Einleitung hast du bereits dein erstes Geld wieder raus und kannst etwa 2 GTA-Tage später einen neuen Heist starten. Wenn es ganz schlecht läuft, bekommst du also circa 1 Million GTA-Dollar Beute raus und wenn es gut läuft, circa 1,5 Million GTA-Dollar mehr, also 1,5 Millionen GTA-Dollar. Kommen wir zum Fazit. Natürlich. Wenn du absolut frischer Anfänger in GTA Online bist und schnelles Geld machen möchtest, sind die in den Videos aufgezeigten Missionen gar nicht so verkehrt. Allerdings sind diese sehr zeitintensiv und wenig rentabel, vor allem wenn man sich mal ein vernünftiges Auto oder Apartment leisten möchte. Daher orientiere dich gerne an meinem Tipp, schau dir noch den Caio Perico Solo Guide an und schreib mir gerne in die Kommentare, ob dir noch bessere Wege einfallen, schnelles Geld in GTA Online zu verdienen. Ansonsten freue ich mich über ein Like und Abo von dir. Danke und mach's gut, bis zum nächsten Mal.